Micha, ist die Echtzeitstrategie tot? Nein, ist sie nicht. Sowas. Die Echtzeitstrategie ist ein oft totgesagtes Genre. Das stimmt aber gar nicht. Gerade 2017 kommen viele spannende Echtzeitstrategiespiele. Drei davon sieht man hier im Video, nämlich Spellforce 3, Sudden Strike 4 und Halo Wars 2. Ja. Es gibt aber noch mehr. Dawn of War 3 gibt's noch, Iron Harvest. Also das ist ein Jahr tatsächlich, das ein bisschen im Zeichen steht der Echtzeitstrategie. Und sowas hatten wir ja wirklich lange nicht mehr. Genau. Also es gibt 2017, gibt es als Echtzeitstrategie mehr, auf das man sich freuen kann, als glaube ich irgendwie in den letzten 3 Jahren zusammen. Ja. Und mit diesem Umstand tragen wir Rechnung, indem wir auf GameStar.de und GameStar Plus was Besonderes machen vom 11. bis 18. Februar, nämlich eine Themenwoche. Der ein oder andere mag es kennen von Arte. Fernsehsender machen das auch hin und wieder. Ja. Wir haben sowas aber noch nie gemacht. Es wird jeden Tag neue Artikel und Videos zum Thema Echtzeitstrategie geben. Einige exklusiv für GameStar Plus, andere ganz frei verfügbar, in denen wir einerseits die kommenden Spiele beleuchten und andererseits ein bisschen über die Faszination Echtzeitstrategie erzählen und über Spiele, die uns einfach am Herzen liegen. Und am Herzen liegen ist auch ein gutes Stichwort, weil wir beide sind ja hier sowas wie die alteingesessenen Echtzeitstrategen, richtig, weil wir mit diesem Genre aufgewachsen sind. Der eine älter als der andere, ja, nicht danke. Kreisgraf. Ja, reib's mir nur rein. Ja, ja. Das ist tatsächlich so. Ich meine, ich war im Prinzip tatsächlich von Anfang an dabei bei diesem Genre, weil mir mein Bruder damals Dune 2 aus der Uni mitgebracht hat und gesagt hat, hier probier das mal aus, es sieht ganz witzig aus. Und ich muss dazu sagen, wir haben vorher Civilization verschmäht, weil wir jung und dumm waren. Heute bin ich großer Civilization-Fan. Ihr wart halt dumm und ungestüm. Ja, die Runde ist natürlich dem jungen Kämpfer zu langsam. Tatsächlich, das war wirklich so. Ich bin erst mit dem zweiten Teil mit Civilization warm geworden. Damals fand ich dieses Echtzeitprinzip, was Dune 2 ja eingeführt hat, viel, viel spannender, weil da einfach so viel gleichzeitig passiert ist. Und es war nett animiert und die kleinen Panzerchen sind durch den Wüstensand gefahren. Man musste sie noch einzeln anwählen damals und irgendwo hinschicken. Schlimm aus heutiger Sicht. Irgendwann ist mal ein Sandwurm gekommen und hat eine Erntemaschine verschluckt. Lauter solche Sachen. Und das fand ich so klasse, dass ich das halt in den Sommerferien in einem Rutsch einfach durchgespielt habe. Und danach kam dann so ein Spiel namens Warcraft. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere noch kennt. Für die jüngeren Leute, das ist das, was vor World of Warcraft war in diesem Universum, nämlich Strategiespiel. Fand ich natürlich auch toll, weil es Fantasy war, wie Herr der Ringe. Und dann kam die Strategieserie, die ich bis heute am meisten liebe, Command & Conquer. Tatsächlich damals einerseits wegen dieser trashigen Realfilme, weil ich es so witzig fand einfach, und weil es so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht ist. Und ich bin ja eher der Science-Fiction-Fan als der Fantasy-Fan. Warcraft 3 trotzdem ein fantastisches Spiel, aber ich war trotzdem immer eher der Command & Conquer-Mensch. Auch damit komplett alleine da gestanden in meinem Freundeskreis. Ja, auch hier nebenbei erwähnt. Also ich meine, ja, ein bisschen Science-Fiction zwischendurch kann man ja mal machen, aber Fantasy is where it's at, Michael. Ja, ja. Erzähl deine Geschichte, die ist auch fantastisch. Ja, ich bin etwas später natürlich in dieses Genre gekommen, weil ich auch etwas später in diese Welt gekommen bin. Aber ebenfalls sehr früh. Bei mir war es auch Warcraft, dass ich bei einem Kumpel sah, der mein bester Freund wurde, weil er einen eigenen PC hatte und ich noch nicht. Und wenn so du gerade zuschaust, Maurice meint das nicht so. Ihr wart tolle Freunde. Der weiß schon, ich glaube, das war dem damals schon klar. jedenfalls bin ich immer zu dem gegangen. Wir haben Warcraft gespielt und auch Siedler 2, aber hier soll es ja um die Echtzeitstrategie gehen. Und da war mir klar, ich brauche das auch. Und musste dann meinen Eltern einen eigenen PC abtrotzen. Was ich ihnen nicht abtrotzen konnte, weil sie sonderbar waren, war tatsächlich Warcraft, weil ihnen der Name zu kriegerisch klang. Und das wollten sie ihren zarten Sohnemann nicht spielen lassen. Stattdessen haben sie mir ein Echtzeitstrategiespiel ab 18 mitgebracht aus dem Mediamarkt. Ich war damals in der ersten Klasse und das war Kreuzzug ins Ungewisse. Wie ich später erst rausfand, Myth auf Englisch, eins der frühen Spiele der Halo-Macher. Und das war so richtig schöne Hardcore-Fantasy-Echtzeitstrategie. Ohne Basisbau, mit Truppen, wo jeder Pfeil simuliert wurde und an einem Baum abprallen konnte, dem eigenen Soldaten in den Nacken fliegen konnte, derlei Dinge. Molotow-Cocktail-Zwergen, die deine eigene Armee gesprengt haben. Wunderbar. Und einer sehr düsteren Fantasy-Atmosphäre, die, wie ich damals nicht wusste, aber heute weiß, an die Black Company-Serie angelehnt ist. Also so namenlose Soldaten, die versuchen, sich mehr oder weniger heil durch eine gnadenlose, mysteriöse Welt zu schlagen. Wunderbares Spiel. Und später dann auch Command & Conquer schätzte ich natürlich auch, aber der Gipfel des Genres war für mich dann Age of Empires später. Ah. Und Age of Mythology mochte ich auch sehr. Ich war damals in dem völlig unnötigen Glaubenskrieg zwischen Warcraft 3 und Age of Mythology, war ich eher auf der Age of Mythology-Seite. Ja. What? Ja. What? Wir hatten dich ja eingestellt.
Age of Empires 2 habe ich noch im Nullmodem, mit einer Nullmodem-Verbindung gespielt, mit einem Mitschüler damals von mir. Es weiß heute kein Mensch mehr, was es ist. Es ist ein Kabel zwischen zwei Rechnern. Kabel, nicht Internet. Es gab so viele tolle Spiele. Battle Realms, StarCraft natürlich, lange, lange gespielt. Kerrigan, meine erste große Liebe, wie sie gestorben ist damals in der Mission, kullerte mir eine einzelne Träne, aber sie kam ja wieder als Zerkönigin, deswegen war alles gut. Aber tatsächlich, dieses Genre hat uns so viele unvergessliche Spiele, unvergessliche Momente beschert und wir hoffen, dass es dieses Jahr wiederkommt und uns noch mehr unvergessliche Momente bescheren wird. Das wäre wunderbar. Und die Sache ist ja, ich habe ja alle diese Spiele, die man hier im Video sieht, die habe ich ja selbst schon gespielt. Das ist alles, bin ich hier, der hier die Aufnahmen spielt. Wir waren beim Entwickler, die Entwickler kamen zu uns. In diesem Raum haben wir Sunstrike gespielt. Und da haben wir natürlich einiges vorbereitet für unsere bereits erwähnte Themenwoche, weil wir euch natürlich näher bringen wollen, warum es Grund zur Hoffnung gibt für den darbenden Echtzeitstrategen dieses Jahr. Ja. Wir wissen noch nicht, ob das alles geil werden wird, aber selbst wenn nur ein paar dieser Spiele geil werden, ist es ja schon viel mehr, als wir letztes Jahr gekriegt haben. Alles ist besser als nix. Das stimmt. Wie gesagt, das erste Mal, dass wir so eine Themenwoche machen. Mich würde natürlich Feedback interessieren. Was haltet ihr davon? Findet ihr sowas cool? Sollen wir das öfter machen? Uns halt so um ein Thema sehr intensiv kümmern eine Woche lang. Uns hat es großen Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten. Jetzt natürlich. Hoffen wir natürlich auch, dass es gut ankommt. In diesem Sinne, viel Spaß bei unserer Themenwoche zur Rückkehr der Echtzeitstrategie. Wir drücken alle die Daumen, dass sie tatsächlich wiederkommt und so toll wird, wie es damals war. Ah, in der Tat.